Und in Belgien sagte uns der Busfahrer dann am Bahnhof, hier aussteigen, hier warten, hier holt euch der nächste Bus ab. Ihr könnt euch vorstellen, Leute, das war Mist. Wählt vorher aus, was ihr mitnimmt. Ihr braucht den meisten Scheiß von diesen ganzen Listen gar nicht. Das ist alles Quatsch. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein Video, aber es ist Quatsch. Braucht ihr nicht. Ich hatte Flugangst, Leute. Flugangst. Richtig schlimme Flugangst. Ich habe richtig harte Tabletten nehmen müssen, um in den Flieger zu steigen. Wisst ihr, was ich am Ende des Caminos gemacht habe? Ich bin in den Flieger gestiegen und habe überhaupt nichts genommen. Und es ging mir einfach gut. Nicht drüber nachdenken. Tu es. Lauf los. Es wird dir nichts passieren. Moin Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Jakobsweg-Video auf meinem Kanal. Und dieses Video dient dieses Mal dazu, ein bisschen als Motivation, ein bisschen um den Leuten die Angst zu nehmen, die vielleicht vorhaben, noch zu gehen. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß. So Leute, bevor ich euch mal demnächst ein paar Aufnahmen zeige aus meinem Camino Frances, ich bin ja den Frances gelaufen, möchte ich euch erstmal ein bisschen was darüber erzählen. Denn mein Camino war wirklich verrückt. Bei mir ging wirklich alles schief, was nur schief gehen kann. Nichtsdestotrotz, Leute, möchte ich euch nicht damit Angst machen. Ganz im Gegenteil. Ich möchte euch ehrlich gesagt damit zeigen, dass diese Ängste, die man hat, bevor man losgeht, für die Leute, die es noch nicht gemacht haben, ich weiß, man hat Zweifel, man macht sich Sorgen, das könnte schiefgehen, das könnte schiefgehen. Leute, diese ganzen Ängste sind unbegründet, weil der Camino lässt euch nicht im Stich. Und seien es auch nur die Leute, die dort eben mitpilgern, andere Pilger, die einem helfen, oder auch die Leute daheim, die einem helfen. Dazu komme ich jetzt. Ich möchte euch ein bisschen was erzählen. Und zwar, mein Camino ist so gestartet, dass ich erstmal von Lüneburg nach Hamburg und von Hamburg nach Köln gefahren bin, zu meiner Schwester. Die wohnt nämlich im Siebengebirge. Da war ich erstmal 2 Tage geplagt von Zweifeln und Ängsten. Hat meine Schwester immer wieder gesagt, du ziehst das jetzt durch, gib nicht auf, weil ich war wirklich drauf und dran aufzugeben, Leute, weil ich so einen Schiss hatte. Wirklich. Und dann bin ich, hat sie mich morgens zum Busbahnhof gebracht, an den Köln-Bonn Airport, da sollte der Bus fahren. Der Bus ist nicht gekommen. Ich habe alle Busfahrer angesprochen, die da gehalten sind zu der Uhrzeit und alle haben mir gesagt, sie fahren nicht dahin, wo ich hin wollte. Die Frau im Schalter sagte, doch, das war der eine Bus. Ich sage, ja, da kann ich nichts für, der ist jetzt losgefahren. Ja, 130 Euro Hin- und Rückfahrt, weil die Rückfahrt bin ich natürlich auch nicht mehr angetreten mit dieser Busgesellschaft. Ich sage ehrlich, es war Eurolines, ich würde mit denen nie wieder fahren. Ich habe dann direkt... bin zum Nebenschalter gegangen und habe über Flixbus dann gebucht. Und das hat auch gut geklappt. Ich bin dann eingestiegen, musste dann zwar 5 Stunden auf den Bus warten, aber bin dann eingestiegen. Und als der Bus über die Grenze nach Holland gefahren ist, ich musste ja über Belgien, Frankreich, da ging mir die Pumpe, Leute. Da ging mir wirklich die Pumpe. Mir war kotzschlecht, sag ich euch ganz ehrlich. Ich weiß gar nicht, warum. Ich meine, ich bin generell vor dem Camino immer ein sehr nervöser Mensch gewesen, das weiß ich. Aber in dem Moment habe ich nur gedacht, ja, es ist ja nichts los, aber ja, ich war nervös. Dann sind wir nach Belgien rüber, da ging es dann schon. Und in Belgien sagte uns der Busfahrer dann am Bahnhof, hier aussteigen, hier warten, hier holt euch der nächste Bus ab. Ihr könnt euch vorstellen, Leute, das war Mist. Der Bus kam nicht. Und irgendwann konnte ich dann gucken, wo der Bus ist. Man konnte auf der App ja verfolgen, wo der nächste Flixbus ist. Der war schon unterwegs nach Frankreich. Ich dann wieder da angerufen, es war schon dunkel. Panik, weil ich natürlich gehört habe, wie kriminell das in Brüssel sein soll. Meine Schwester hat in Brüssel gelebt, die hat mir das gesagt, also runter von der Straße war das erste Gebot. Ich war aber nicht alleine, muss dazu sagen, liebe Grüße gehen raus an Nadine. Ich habe Nadine kennengelernt und noch ein anderes deutsches Paar. Und wir haben uns zu viel zusammengetan, haben ein Hotelzimmer gesucht und haben uns dann die Kosten geteilt. Ne, ich weiß gar nicht, was jeder zahlen musste, 50 Euro oder so. Jedenfalls haben wir dieses Hotelzimmer gebucht, haben zu viert da drin gepennt. Und deswegen sage ich ja, Leute, es findet sich immer eine Lösung. Ich bin ruhig geblieben. Ich habe dann bei Flixbus angerufen, habe unser Problem erklärt und wir alle 4 haben ein Ersatzticket bekommen, online, über die App. Die kann ich euch übrigens sehr empfehlen. Der Bus dann, die anderen mussten nach, ich glaube, Biarritz oder so, die sind da zum Surfen hin, die sind dann auch ein bisschen früher gefahren als wir und ich und Nadine sind dann in den Bus gestiegen Richtung Frankreich. Und dazu muss ich sagen, dadurch ist auch eine wunderbare Freundschaft entstanden. Ich kann es nochmal wiederholen, liebe Grüße gehen raus an Nadine. Weil, wir haben uns gegenseitig dann unterstützt. Und das meine ich, Leute, dieser Camino,
Und der Beginn zu Hause, der ist wundersam. Ihr werdet es merken, ihr werdet nicht alleine sein. Also ihr braucht euch keine Sorgen machen. Es findet sich immer eine Lösung. Ich zum Beispiel spreche kaum Englisch und habe es trotzdem hinbekommen. Na? Naja, jedenfalls, wir sind dann in Frankreich angekommen. Dann hatten wir 3 Stunden Zeit da in Paris und sind dann da so ein bisschen vom Sightseeing gemacht, die 3 Stunden. In der Umgebung natürlich. Nur leider konnte ich den Eiffelturm nicht sehen. Aber nichtsdestotrotz, der Bus kam dann irgendwann, wir sind eingestiegen und fuhr weiter und das hat alles wunderbar geklappt. Dann haben wir, das einzige Problem war, die Toilette im Bus war kaputt. Aber das war typisch, weil ich bin jemand, der muss oft auf Klo. Und dachte schon, hab schon zu Nadine gewitzelt, wetten, dass das Klo nicht geht auf der 10-Stunden-Fahrt. Es war so. Aber der Busfahrer war cool, der ist oft angehalten, muss man auch dazu sagen. Man muss halt nur kommunizieren. Naja, und dann sind wir angekommen. Natürlich dadurch, dass das alles sich so hingezogen hat, habe ich meine erste Nacht, musste ich bezahlen, war aber nicht da, weil verpasst, Geld war weg. Ich hatte schon ein Ticket von, oh Gott, wie hieß denn die Stadt jetzt noch? Ich komme jetzt gerade nicht drauf, aber wir mussten ja noch hoch nach Saint-Jean-Pied-de-Port fahren. Und das Bahnticket war auch weg, weil das Ticket hatte ich halt auch schon bezahlt vorab. Das, Leute, rate ich euch, macht das nicht. Bucht, wenn ihr da seid. Und bucht nichts im Voraus. Also zumindest nicht, wenn ihr nicht schon da seid. Es findet sich immer ein Schlafplatz. Ich war in der Hauptsaison im Sommer, es war voll und es findet sich immer ein Platz. Ganz ehrlich, Leute, das ist total unbegründet, diese Panikmache. Und wenn nicht, gibt es halt immer noch die App hier über booking.com. Die kann man übrigens sehr gut nutzen auf dem Weg. Naja, wir haben dann gebucht. Wir sind dann die ersten 8 Kilometer gelaufen dann am ersten Tag. Und das lief auch alles super. Bis mir einer gesagt hat, dass meine 20-Kilo-Rucksack viel zu schwer sind. Ich hatte ein Zelt mit. Warum auch immer ich ein Zelt mit hatte. Dann habe ich alles nach Deutschland geschickt. Also Leute, wählt vorher aus, was ihr mitnehmt. Ihr braucht den meisten Scheiß von diesen ganzen Listen gar nicht. Das ist alles Quatsch. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein Video, aber es ist Quatsch. Braucht ihr nicht. Also, ne, die Listen. Guckt das, was ihr wirklich braucht. Vieles, wie gesagt, ist unnütz. 60 Euro hat es mich gekostet, das Rückschicken. 60 Euro. So. Und ich hatte wirklich nicht viel Geld. Ich war zu der Zeit noch in der Umschulung. Ne, mir hat das ganz schön wehgetan, diese ganzen Gelder, die ich bis jetzt verballert habe. Dann muss ich sagen, ich habe mir ganz teure Meindl-Schuhe gekauft. Ich habe sie mir schon in Nummer größer gekauft. Leute, geht in den Laden, probiert die Schuhe an. Bestellt sie nicht. Den Fehler habe ich gemacht. Sollte man auch nicht machen. Die Sohle hat sich auch gelöst. Die hatte ich schon in Köln einmal kleben lassen. Das Gleiche ging dann wieder los. Und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr und habe sie hinten am Rucksack gehängt und hatte mir ganz gute Wanderlatschen bestellt bei Otto. Ey, die waren richtig gut. Die haben mich den ganzen Camino getragen. Die habe ich nachher nur noch getragen. So, dann ging es aber weiter. Mein Rucksack ist unterwegs kaputt gegangen, ist gerissen. Ja, ich hätte ihn bezahlen können, aber ich brauchte halt noch ein bisschen Ersatzkohle, weil klar, der Weg war noch weit und ich habe meinen besten Freund angerufen. Mein bester Freund hat mir geholfen. Leute, ich sage ja, es gibt immer irgendwo Hilfe. Entweder helfen euch die Leute auf dem Camino oder ihr ruft zu Hause an. Irgendeiner ist für euch da. Das kann ich euch schwören. Und dann hat er mir das Geld geliehen, ich konnte mir einen neuen Rucksack kaufen. Zwischendrin, muss ich sagen, hat eine Herbergsfrau unsere Wäsche getrocknet. Ich habe noch gesagt, nicht in den Trockner, sie hat es getan, es war alles zu klein. Und auch da, Leute, ich habe vorher geguckt, wie viele Decathlon gibt es da, weil Decathlon ist nun mal günstig und es reicht aus für den Camino, so ein paar Shirts da. Ja, einer wurde mir angezeigt, als ich auf der Karte geguckt habe. Und auch das ist Schwachsinn. In fast jedem größeren Ort gibt es ein Decathlon oder ein Wanderladen. Also ihr werdet immer was bekommen, Leute. Da braucht ihr euch auch überhaupt keine Sorgen machen. Und mir ist zwischendurch auch mal Wasser ausgegangen. Die helfen andere Pilger. Ich bin in den Bergen einmal kurz hinter Leon oder zwischen Leon und, ich weiß gar nicht, Astorga, glaube ich. Oder ich weiß es gerade nicht mehr. Es war ein langer Weg, Leute. Auf jeden Fall, da war ich auch völlig fertig. Und da kam auch ein Deutscher, der hat mir unter den Arm genommen und hat mir geholfen, weil ich war wirklich am Ende an dem Tag. Aber ich habe auch einen Fehler gemacht, Leute. Ich habe zu wenig Wasser mitgenommen. Immer genug Wasser einpacken. Lasst euch da auch keinen Scheiß erzählen. Solltet ihr immer nachfüllen. Wenn ihr in irgendeinem nächsten Ort seid und da ist ein Laden, immer wieder eine neue Flasche holen. Kriegt ihr an jeder Ecke. Aber es gibt eben auch Abschnitte, und da bin ich ehrlich zu euch, die sind lang, die sind heiß, kein Schatten. Kein Wasser. Ist so. Deswegen, ich persönlich habe immer einen großen Rucksack. Andere sagen, sie kommen mit 30 Litern aus. Ich habe immer 70 Liter. Ich habe immer lieber gerne einen größeren Rucksack. Das ist aber nur meine Meinung. Oder für mich. Das kann jeder anders machen. Einen großen Rucksack, weil es kann Unvorgesehenes passieren. Zum Beispiel, ich möchte immer 4 Liter Wasser dabei haben. Zum Beispiel. Ich muss sehr viel trinken.
hat was mit meinen Muskeln zu tun, mache ich auch. So, und dann muss ich natürlich einen großen Rucksack haben, so, weil viele mich angeschrieben haben, so, ja, wieso hast du so einen großen Rucksack genommen? Ja, weil ich immer gerne Platz im Rucksack habe, ne? Falls mal irgendwas kommt oder man am Ende vielleicht am Ende des Caminos einkaufen geht, kann man den ganzen Kram da reinstopfen, denn ich war in Santiago echt shoppen. Ja, Leute, was soll ich euch noch erzählen? Das soll euch ein bisschen motivieren. Bei mir ist wirklich alles schiefgegangen, was nur schiefgehen kann. Ne? Schuhe, Rucksack kaputt, Wäsche eingelaufen. Es findet sich immer eine Lösung. Und ja, ich hatte auch heftige Blasen. Und da geht auch nochmal die ganz liebe Grüße raus an die Casa Paderborn in Pamplona. Da durfte ich 2 Nächte bleiben. Und die beiden Herbergsdamen, mit denen habe ich heute noch Kontakt. Ich grüße euch. Ja, es waren 2 wundervolle Tage. Mir wurden dort Fußbad gemacht und alles. Also Leute, es ist ein ganz wundersamer Weg. Und wer Gott sucht, findet ihn dort. Das hat ja auch schon Habe Kerkeling gesagt. Und der Mann hatte verdammt nochmal recht. Es ist wirklich so. Man findet auf seine Weise zu sich. Also ich kann sagen, Leute, ich habe vieles gemacht. Ich habe viel im Leben erlebt. Ich möchte das jetzt nicht so ausholen. Ich konnte dort fast alles verarbeiten. Und es ging mir noch nie so gut. Ich war noch nie so glücklich wie auf diesem Weg. Die Menschen, das ganze Umfeld, wie die Leute miteinander umgehen, es ist ein ganz wunderbarer Weg. Und ich kann es jedem empfehlen. Und jeder, der noch nicht gepilgert ist und es aber möchte, Leute, das sagen auch viele, nicht drüber nachdenken, tu es. Lauf los, es wird dir nichts passieren. Und wenn dir was passiert, wenn du dir irgendwie wehtust oder irgendwas umknickst oder, es wird Hilfe da sein. 100%. Das ist so. Ich habe nicht einmal erlebt, dass ich allein gelassen wurde. Ich zum Beispiel hatte die falschen Socken mir gekauft. Dann war einer aus Österreich, ein junger Pilger, der gesagt hat, oh Mist, ich habe keine Socken. In diesem Ort gab es tatsächlich kein Geschäft. Da habe ich gesagt, pass auf, ich will mir eh neue Socken oder hatte mir schon neue Socken geholt, möchtest du die haben? Ne, für seine Füße vielleicht die richtigen. Ich habe gesagt, teste sie aus und habe ihm alle 3 Paar Socken gegeben. Der war so glücklich. Versteht ihr, man arbeitet da Hand in Hand, man ist nicht alleine. Und ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas vergessen habe, aber es ist bei mir so viel schiefgelaufen. Aber wisst ihr was, Leute, das Fazit, genau das musste so passieren. Es musste genau so passieren. Damit ich meine Ängste verliere. Ich habe seitdem fast kaum noch Ängste vor irgendwas. Also ich mache mir keine Sorgen. Ich hatte Flugangst, Leute, Flugangst. Richtig schlimme Flugangst. Ich habe richtig harte Tabletten nehmen müssen, um in einen Flieger zu steigen. Wisst ihr, was ich am Ende des Caminos gemacht habe? Ich bin in den Flieger gestiegen und habe überhaupt nichts genommen. Und es ging mir einfach gut. Da muss ich auch sagen, Grüße gehen raus an Christopher. Der hat mir nämlich am Ende einen Flug gebucht, weil ich mit dieser Gesellschaft nicht mehr zurückfahren wollte. Das war mir zu unzuverlässig mit Euroline, sage ich euch auch ehrlich nochmal. Und er hat mir den Flug bezahlt, hat mir das ausgelegt quasi, geliehen. Und ich muss sagen, ich glaube, es waren knapp 200 Euro. Ich bin zurückgeflogen über Madrid nach Hamburg. Erste Klasse, ich glaube, es war First Class, ich weiß nicht, was First Class oder Business Class, irgendwie sowas. Ich habe auf jeden Fall immer Essen gekriegt, wenn ich was wollte, Getränke konnte ich ohne Ende nachbestellen. Ich meine, das war so ein kleines Geschenk am Ende noch, ne? Dass ich dann noch so günstig mal mit erster Klasse fliegen kann. Wer hätte das gedacht? Habe ich vorher noch nie gemacht. Und das war schön. Leute, das war einfach schön. Ja, und jetzt möchte ich noch ein bisschen sowas erzählen. Ich habe am Ende des Weges habe ich für meine Freunde, die mich unterstützt haben und für die Leute, die mir etwas wert sind, also was heißt wert sind, mir sind alle Menschen etwas wert, aber die mir besonders am Herzen liegen, für die habe ich Camino-Muscheln gekauft und die habe ich von einem Priester da oder von einem Pfarrer, ich weiß nicht, wie man die nennt, habe ich das segnen lassen. Und danach hat er mich gesegnet und ich war vorher gar nicht mehr so gottesgläubig, Leute. Und doch, ich habe mittlerweile so, für mich habe ich zurückgefunden zu meinem Glauben. Und ja, was soll ich euch sagen, Leute? Ich bin seitdem ein ganz anderer Mensch. Ihr seht im Hintergrund meine Camino-Ecke. Ich lebe das jetzt. Auf meinem Kanal, die Pilger-Videos von mir gucken, ihr wisst, ich habe mehrere hier vom Via Scandinavica schon online. Ich gehe sogar jetzt am Freitag jetzt, gehe ich nochmal mit meinem Teamkollegen Lukas los für 2 Tage oder 3 vielleicht auch, je nachdem, wie das Wetter ist. Ja, Leute, ich lebe das. Wenn ihr es machen wollt, Leute, wenn ihr pilgern wollt und es noch nicht gemacht habt und habt Ängste,
Nicht drüber nachdenken. Packt eure Sachen und fahrt los. Macht es einfach. Wirklich. Und viel Geld braucht man da eigentlich gar nicht. Es ist nicht so teuer, wie man es immer liest. Ich sag mal so, man kann den ganzen Camino mit 800 Euro bis 1000 Euro schaffen. Man kann es auch mit weniger schaffen. Es kommt immer darauf an, was du möchtest. Ne? Möchtest du in Hotels übernachten, in teuren Herbergen, in günstigen Herbergen, auch mal im Zelt oder auch mal draußen unterm Tarp? Je nachdem. Ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich mein Zelt behalten hätte, wäre ich wahrscheinlich günstiger weggekommen. Aber ich habe mir dann in dem Moment gedacht, irgendwann war nicht so mein Ding da mit dem Zelt. Und es gibt günstige Herbergen, Leute. In dem Sinne verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich habe euch jetzt 15 Minuten vollgequatscht. Ja, Leute, wer noch pilgern will, Buen Camino, an die, die schon gepilgert sind, liebe Grüße. Und eins kann ich euch sagen, einmal Camino, immer Camino. Ich freue mich, sobald dieser ganze Pandemiekram vorbei ist, hoffentlich bald, kann ich dann wieder pilgern, werde ich wieder nach Spanien gehen. Der Camino Frances lässt einen nicht mehr los. Und das ist auch gut so. In dem Sinne, Buen Camino, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.